Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Immer noch auf dem Weg zu Malena. Denn mit der sollen wir uns ja treffen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber wir werden ja auch immer mies verfolgt von Viechern. Wie den da zum Beispiel. Finde ich jetzt nicht so cool. Was war das denn? Jetzt ehrlich hier. Schnauze. So. Ist in die Fresse, ey. Ohne Spaß hier. Addiert mich. Keine Zeit für euch. Ihr kriegt auch direkt in die Fresse. Toll, hat gar nichts gebracht. So. Ach, guck mal. Noch so ein Kackding. Ich freue mich, dass du da bist. Dann halt nicht. Ich auch. Ja, ich doch, auch. Du musst wissen. Was denn? Sprich. Ich habe die Soldaten tatsächlich in die Falle gelockt. Das war mir klar. Ich weiß. Die Pfeile waren eindeutig. Eben. Du weißt zu viel. Und Geheimnisse sind nur bei Totenblut aufgehoben. Bist du sicher? Ah, das könnte jetzt in die Hose gehen. Ja, obwohl, wer weiß, ich kann ja immer einfach ein bisschen hin und her rollen. Und, ne, dann läuft das schon. Ab und zu greifen nämlich diese Kackviecher ja auch wieder an. Von daher passt das schon. Was heißt denn eigentlich immer das Plus neben dem Namen? Da kommen noch mehr. Tötet sie, tötet sie. Aber warum haut er denn manchmal den daneben? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, ich darf nicht getroffen werden, das ist das Problem. Also wenn ich mal einfach ausweiche, läuft's eigentlich, ne? Oh, warte mal, ich muss hier rum. Da waren jetzt so viele. Ich brauche unbedingt mehr von den Teilen, ey. Beim normalen Kampf habe ich ja im Grunde fast gar keine Chance. Irgendwann treffe ich auch die, die nicht mehr viel Leben haben. Irgendwann muss ich ja zwangsläufig, ne? Ich bräuchte eigentlich mehr, wie die ablenken, mehr Monsters. Irgendwie wollen die alle nicht. Ich glaube, die regenerieren ja auch ein bisschen Leben, oder? Ja, genau, Gerard. Bleib einfach stehen. Ist auch gut. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Geralt? Okay, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Ohne Spaß. Was soll das denn immer? Das ist unglaublich, wie wenig der einfach aushält, ey. Also standardmäßig hat der ja in The Witcher 1 definitiv viel, viel mehr ausgehalten als hier. Finde ich echt ein bisschen... Krass. So, oh. Alter, Geralt, geh doch mal direkt weg, ey. Du bist voller Wichsknödel. Ohne Spaß. Wir sind offen die ganze Zeit zu blocken, du Arsch. So, Axi, ich nehm. Natürlich. Ja, natürlich auch blöd, wenn die immer alles blocken und so. Das ist echt nicht so cool. Ach, hör doch mal auf, Junge. Die blocken immer voll viel ab, die Spacken. Ja, genau. Wo kommt denn der auf? Wie kommt der von mir so schnell an mich ran? Und so habe ich ihn nicht getroffen. Willst du mich verarschen? Ich habe mich nur nicht in irgendeine blöde Situation manövrieren. Dann läuft das schon. Wie zum Beispiel, das ist eigentlich auch eine blöde Situation, dass ich dann einfach... Ja. Ja, genau. Das ist eine blöde Situation, wenn ich hier so vom Baum einfach stehe und nicht mehr wegkomme. Vor allem teilweise halten die ja richtig gut was aus, ey.
Scheiße, ich bin gleich eh wieder tot. Das war ohne Spaß. Wie soll man die denn besiegen? Ja, genau. Spring mal rein, Geralt. Ungefähr so hätte ich mir das auch gewünscht von dir. Alter, da weicht der nicht mehr aus, die Weichflöte. Ich verstehe das nicht. Es kann aber nicht so sein, dass der Geralt so wenig aushält. Oder haben wir hier... Gibt es hier keinen Gruppenkampfstil oder so ein Scheiß? Ich meine... Das gab's doch am anderen auch. Muss doch hier auch irgendwie geben, oder was? So, warte mal, was war das? Axi, ne? Ne. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Irgendwas. Weil die halten auch mies viel aus. Ich weiß auch gar nicht, ich habe aber, glaube ich, das falsche Schwert irgendwie, ne? Gerade so am Start. Würde ich mal fast behaupten. Deswegen. Kann natürlich auch gut sein, dass ich deswegen ein bisschen wenig Damage mache, auch, ne? Bei den guten Burschen. Weil ich trotzdem glaube, dass ich gleich wieder tot bin. Weil einfach mal, ja. Ist so. Soll ich irgendwas machen, ne? Machst du nix? Ja, der war einfach daneben, ist auch cool. Ja, der war auch daneben, obwohl er hätte treffen müssen eigentlich. Das ist echt teilweise unglaublich. Ja. Wir können einen von denen wenigstens schon mal tot wissen. Ja, schon mal super, ey. Ist einer von den tot? Also dann, wenn ja, dann nicht von mir. Ich hab damit nichts zu tun. Ach guck mal, super, ich habe sogar direkt zwei getroffen. Das ist nice. Ne, die ist da nicht tot. Schade. Wäre super gewesen. So? Natürlich nicht. Ha, voll geil. Ausgewichen, Junge. So, zack. Erste schon mal down. Ja, genau. Ey, was die einem für Leben abziehen. Ohne Spaß. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit hier mit Queen rumlaufen, aber das bringt mir auch nicht so viel. Weil, ja, ist ja auch nur für einen einzigen Schlag. Oder? Oh nö, lass mich in Ruhe. Alter, ach komm. Kämpft mal gegen die Fatzken hier. FIFA-Fatzken. Musch, musch. Weg. Ich bin echt tot. Ah, ich bin echt richtig tot, ey. Ja, genau. Einfach mal wieder daneben hauen, dass es läuft. Zack. Von denen ist natürlich super, dass nur einer tot ist, aber das bringt mir herzlich wenig. So. Brenn! Brenn! Du Nudde, brenn! Wenn ich das schaffe, nice. Ganz dran glauben tue ich noch nicht, muss ich sagen. Schon irgendein scheiß Fehler passiert mir wieder. Bin ich down. Guck mal, hier ist aber einer fehlt irgendwie. Ach, der ist da. Weg, 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 Geralt. Nicht treffen lassen, du Mongo. So, sehr schön, der ist tot. Jetzt haben wir noch die beiden. Der ist tot. Es fehlt eigentlich nur noch er und dann haben wir alle getötet. So, einen braucht der noch. Na komm schon, kleiner Pisser. Stirb. Meine Fresse, ey, ohne Spaß, wa? Wie finde sie? Wie soll ich denn die finden? Sieh doch nicht, wo die alte
Kackbratze ist, ey. Kann die was? Keine Ahnung, ob die was kann. Ich muss gleich mal gucken. Ich hab eigentlich genug. Ah, jetzt bin ich schon wieder überlastet. Das gibt's doch nicht, ey. Weg. Weg kriegt man zwar noch ein bisschen, ja, Orients für, aber scheiß mal drauf. Okay, ich soll sie finden, aber mir wird ja eh nicht gezeigt, wo ich sie finden kann. Von daher. Eventuell irgendwo in der Stadt. Der Hexer war, bin ich davon gekommen. Auf dem Rückweg überlegte er, wo man ihn erstellen könnte. Er hatte etwas mit ihr zu besprechen. Geruch von Weihrauch. Aha. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Muss ich mal so sagen. Ich weiß es nicht. Was hier? Hier war, ist irgendwas. Ach so, die Falle war da noch, ne? Nehmen wir mit. Was ist denn hier? Was ist denn hier passiert? Was frage ich denn überhaupt? Ach ey, jetzt kommen auch noch die kleinen Pissnaken, ey, leck mich doch am Arsch, ohne Spaß. Ach, geh weg, ich hab das falsche Schwert. Jetzt, ach komm, scheiße. Wir gehen einfach weg. Die Monster sind mir zu hart. Das hier, was war das denn? Irgendwas hat mich da getroffen. Weiß aber nicht was. Oh, was ist denn hier passiert? Hm? Ach so, hier. Ah, hier ist das Laboratorium. Nee, doch. Hier scheint das Laboratorium zu sein. Ah, so. Verstehe, verstehe, verstehe. Na, wenn das so ist. Da bin ich, mein Freund. Willkommen in meinem Haus. Einen Moment Geduld. Meine Mitarbeiter überprüfen die Rezeptur. Mach mal. Du weißt ja nicht, wie schwierig es heutzutage ist, qualifizierte Spezialisten zu finden. Zu Bleinheims Zeiten konnte ich mit den erlesensten Alchemisten zusammenarbeiten. Bleinheim? Den Namen kenne ich doch. Jemand aus Flotsam? Aus Visima. Lange her. Augenblick. Da sind die Ergebnisse. Du Betrüger, das zahle ich dir heim. Ach, komm. Überlebende der Salamandra in Flotsam. Wer hätte das gedacht? Waffen weg und mitkommen. Du machst dich über mich lustig? Okay. Hey Männer, kümmert euch mal um diesen Drecksack. Salamandra, ach komm auf. Ja. Und natürlich aufpassen hier ein bisschen, dass ich nicht zu viel auf die Fresse kriege. So, der ist tot. Ja. Okay, kein Pisser. Die halten voll viel aus, ey, im Gegensatz zu Geralt, finde ich. Ganz ehrlich, die halten viel mehr aus, so. Ich habe das Gefühl. Was soll denn das? Das ist der motherfucking Geralt, hallo? Kann nicht sein, dass sie so viel aushalten eigentlich. Jetzt sterb doch mal, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Du kleine Pissbratzen. Stirb! Haben wir hier auch? Irgendwie so haut er gerade gar nichts zu, ne? Doch, macht er wohl. Haut der jetzt so zu oder nicht? Tatsache, guck mal. Aber nur so einzelne Hiebe. Okay. Jetzt sterb doch mal, ey. Das gibt's doch nicht, dass ihr so viel aushalten. Was seid ihr nie für komische Typen, ey. So, jetzt ist nur noch einer da, dann kein Thema. Und
schon kranke Typen, ey. Die hatten voll viel aus. Mehr als Gerard auf jeden Fall. So. Passt doch. Ah, Quest abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ach, Rezept für Wildkraut. Das ist doch super. Ist hier sonst noch irgendwie was Interessantes? Ah, hier ist noch eine Kiste. Rune des Mondes. Na, ist doch wunderbar. Okay, damit ist auf jeden Fall erledigt. Nee, falsch. Yeah, zwei Quests schon mal abgeschlossen. Super. Nee, stimmt ja gar nicht. Was? Gerade bei den Nachrichtenmonstern handelte unser Held mit dem Kauf. Ist das so? Okay. Problem mit den Trollen. Dann haben wir das. In den Fängnis waren es was anderes. Wie soll ich ja eigentlich mit denen erstmal einen Preis aushandeln, ne? Es geht ja noch gar nicht darum, tatsächlich zu kämpfen, sondern wirklich erstmal mit den Kaufleuten zu reden. Und zu sagen, ey, yo, pass auf, hier, Geld, ne, zahlt das Doppelte und so weiter und so fort. Hatten wir zwar schon gemacht, allerdings, naja, sind wir gestorben dabei, ein bisschen blöd. Deswegen müssten wir das nochmal machen. Und ich denke mal auch, die haben ja sonst Angst hier. Oh fuck. Nein, mein Handy ist ausgegangen. Und damit auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange ich spiele. Naja. Das ist ja blöd. Jetzt. Na egal, dann gehen wir mal zu den Händlern, reden auch mal mit denen und dann schauen wir mal. Dann werde ich wahrscheinlich die Folge beenden, weil ich nicht weiß, wie lange die geht. Oder nochmal mit denen reden. Eher so. Die können sie auch mal irgendwann wegmachen, ne? Wie komme ich denn? Ach so, das ist ein Angriffsauflage. Ah, okay. Ich stehe da am Fuß. Oder ist gar kein Fuß, das ist irgendwas Grasmäßiges. Okay. Auch gut. So, dann wollen wir mal schauen. Ach, mit ihm soll ich reden. Er sagt, ich habe hier was für dich. Ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Warte. Warum komm ich nicht ran? Er starb mit einem Pfeil. Halt, stopp, aus, pfui. Bleib stehen, Junge. Da. Was willst du? Offenbar habt ein? Wir werden das mal überspringen, weil das war in der letzten Folge auf jeden Fall schon zu sehen und zu hören. Jetzt arbeiten wir. So. Du bist. Hoffentlich wird das erfolgreich. Ich weiß, wie viel der Auftrag wert ist. Es wird sich Gold für dich, wie auch für die Taube. Wir brauchen Geld für die Einen Vorschuss? Bitte, hier sind meine letzten Orins. Dafür kannst du aber rammeln wie ein Kaninchenbock und saufen wie ein Loch. Ich bräuchte eher einige Mixturen. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der... Weg. Ja, ja, blablabla, der weiß eh nichts. Gut. Loredos Laufbursche ist ganz schön dreist, was? Jetzt will ich mal kurz gucken, wie komme ich denn nochmal. Lecker! Schmackofatzig! Wie komme ich denn nochmal? Ach, hier komme ich dann nochmal, genau. Teufel, hab ich einen Durst. Dann das. Mal gucken. Schauen wir mal. Was? Oh, sieht der auch. Manche von denen sehen echt komisch aus. Ein bisschen sehr komisch geschminkt. Das hat doch alles keinen Sinn. Das waren sowieso meine. Das Hallo. Das hat doch alles keinen Sinn. Ach, ich darf mit denen hier nichts machen, ist ja nett. Ach, das ist doch blöd. Dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir wieder. Hey, Märchenprinz. Hier kann man auch rein. Da sind dann auch mal ein paar Zimmerchen wahrscheinlich, ne? Ach, da ist sie. Guck dir mal eine an. Guck mal hier, Hexe, schau mal. Ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein.
Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Mhm. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Bist du eine Freundin von Triss? Eine Freundin? Eher eine Kollegin. Wir kennen uns. Ich kenne alle wichtigen Zauberinnen des Nordens. So viele sind wir ja nicht. Deshalb versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Mhm. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Ich bin bald soweit. Das hoffe ich doch. Auf Wiedersehen. Okay, hier ist sie. Das bringt mir natürlich jetzt auch nicht so viel. Warum heißt... Kai fragt der letzte, und er handelt einen guten Preis aus, ja. Was ist ein ach so, stimmt. Das gibt's ja auch noch, richtig. Frage ist, oder machen wir erst das hier? In der nächsten Folge dann. Ich denke mal schon, wir werden mal versuchen, nach den Ruinen des Irrenhauses zu suchen und da ein bisschen mal zu schauen, was da in dem Haus passiert. Ich weiß auch immer nicht, ziemlich verwirrend, wie glaube ich, die Quests mache, aber ich weiß immer nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Deswegen muss ich immer ab und zu ein bisschen durchklicken. Mach mal dies, mal jenes, aber versuche irgendwie schon eine gewisse Reihenfolge und ja, irgendwie eine gewisse Ordnung schon reinzubringen. Auch wenn es nicht so aussieht. Es ist tatsächlich so. Was ich mit dem Troll machen soll, weiß ich noch nicht. Töten wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen zu krass und würde auch zu lange dauern. So, hier haben wir nämlich die Ruinen. Das machen wir allerdings dann in der nächsten Folge, würde ich einfach mal sagen. Das heißt, ich verabschiede mich mal hier von euch, bedanke mich natürlich fürs Einschalten, hoffe, ihr seid auch in der nächsten... Nein, da kommt ein Monster. Ach, scheiße, ich laufe in die ganzen... Ach, komm. Hier gibt es so viele Fallen, dein Ernst. So. Oh, Gift nicht gut. Ich bin weg. Ja, genau, hast du daneben geworfen. Du bist doch ein Spacken, Geralt. Also echt mal. Nicht taut. Nein, ich will nicht sterben. Ach, jetzt bin ich tot. Verdammt. Naja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten mit diesem super tollen Tod. Bis zur nächsten Folge. Da gehen wir zu den Ruinen. Haut rein.